Ingrid Hopfner, wir sind heute in Bregenz beim neuen Schulcampus Schändlingen. Jetzt ist ja wirklich die finale Phase schon am Laufen. Aussen ist die Schule so gut wie fertig. Die Arbeiten drinnen werden gerade noch gemacht. Können Sie vielleicht nochmal zusammenfassen, was sind so die letzten Arbeiten, die jetzt noch gemacht werden? Ja, die letzten Arbeiten sind natürlich jetzt die Finalisierung, dass der Außenraum noch gestaltet werden muss, dass die Innenarbeiten noch fertiggestellt werden müssen. Aber uns ist wichtig einfach zu sagen, die Schule ist multifunktional, flexibel, lichtdurchflutet. Das war eigentlich unser Ansinnen. Und ich glaube, die Architekten, die diese Schule planerisch umgesetzt haben, die haben das wirklich verstanden, eine Schule zum Konzipieren, unsere Bedürfnisse, unsere Gedanken, unsere Ideen zuzuhören und das noch planerisch umzusetzen. Das war uns ganz wichtig. Und vielleicht war ein wichtiger Punkt noch der, dass es heimische Baustoffe verwendet wurden, regional, ökonomisch, ökologisch. Das war mir persönlich von sehr hohem Wert. Und vielleicht noch ganz so zum Schluss, was wird denn so das Herzstück für die neue Schule sein? Ja, das Herzstück ist natürlich klar, das ist das Zentrum, die Mitte. Das ist wirklich lichtdurchflutet, das ist ein Lichthof durch alle Geschosse. Die Mensa, die Spielothek, die Bibliothek, das wird das Herzstück der Schule sein. Michael Raut, wir sind ja beim neuen Schulcampus Schändlingen, da in Bregenz. Können Sie vielleicht nochmal die pädagogischen Fakten zur neuen Schule zusammenfassen? Ja, das wesentlichste Ziel für uns im pädagogischen Ansatz war, dass wir an diesem Ort erstmalig in Vorarlberg mit einer Clusterschule Schule zum Lern- und Lebensraum der 6- bis 14-Jährigen machen wollen. Natürlich auch mit ganztägiger Schulform, die hier möglich ist. Und ich denke, das ergibt einen Spielraum und ergibt einen Lernraum, diese Schule noch hat, wo sich jedes Kind eigentlich wohlfühlen kann. Das Wesen pädagogisch ist, dass es praktisch in 8 Cluster aufgeteilt ist, wo jeweils 3 Klassenzüge zusammengefasst werden. Die können nach Entscheidung der Direktoren jahrgangsübergreifend oder jahrgangsautonom geführt werden. Und jeder dieser Cluster praktisch die Kleinschule in der Schule bildet mit eigenem Lehrerstützpunkt, mit eigenen Garderoben, mit einer Mitte, mit Aufenthaltsmöglichkeiten, sodass es wirklich nicht so ist, dass 600 Schüler sich praktisch in einem großen Raum bewegen, sondern jeweils immer ca. 60 bis 70 Schüler in ihrer Kleinschule. Wann findet denn die große Eröffnung des neuen Schulcampus statt? Also eröffnet wird die Schule ganz normal mit Schulbeginn im September diesen Jahres. Da werden die Schüler einziehen und Einzug halten und ihre neue Schule hoffentlich mit Freude in Beschlag nehmen. Eine dementsprechend große Eröffnung wird es dann, wenn der Betrieb läuft, denke ich, irgendwann im Oktober geben.